Vincent Kompany greift durch. Jetzt gibt es strenge Regeln für die Bayern-Stars. Kompanys neue Maßnahmen legen ein besonderes Augenmerk auf Pünktlichkeit. Wer sich vor dem Training verspätet, muss laut Sportbild keine Geldstrafe mehr zahlen, sondern bleibt stattdessen bis zum Ende des Nachmittags am Trainingsgelände. Üblicherweise verlassen die Spieler das Gelände nach der Vormittagseinheit gegen 13 Uhr, während Kompany oft bis 16 Uhr vor Ort bleibt. Zudem bestraft der 38-Jährige Unpünktlichkeit bei Videoanalysen jetzt deutlich härter. Spieler, die nicht rechtzeitig erscheinen, dürfen laut des Berichts nicht an der Sitzung teilnehmen. Die Botschaft ist klar: Pünktlichkeit ist keine Option, sondern absolute Pflicht. Die Verteilung der Startaufstellung erfolgt ebenfalls nach festen Regeln. In einer internen WhatsApp-Gruppe gibt Kompany den Kader bekannt, jedoch ohne die genaue Startaufstellung. Bei heiklen Entscheidungen informiert der Trainer die betroffenen Spieler persönlich, bevor die allgemeine Bekanntgabe erfolgt. So erfuhr Leon Goretzka etwa direkt von Kompany, dass er am 3. Bundesligaspieltag nicht berücksichtigt wird. Dieses Vorgehen soll nicht nur Transparenz schaffen, sondern auch Vertrauen und Respekt zwischen Trainer und Spielern fördern. Mit diesen klaren Richtlinien möchte Kompany ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem jeder Spieler Verantwortung für sein Verhalten übernimmt und Disziplin als festen Bestandteil des Teamgeistes versteht.